Schönen guten Abend aus Hamburg. Mein Name ist Birgit Stratmann vom Netzwerk Ethik heute und ja, herzlich willkommen zu diesem Online-Abend. Danke an die Mitglieder von Buxtehude im Wandel, dass ihr da seid, um uns, ja, ich weiß es ja schon, mit eurem Enthusiasmus anzustecken. Heute Abend geht es um das große Thema Nachhaltigkeit und wie wir es auf unser Leben herunterbrechen können. Und zwar so, dass es Spaß macht und auch ermutigt. Birgit, vielen Dank für deinen Einstieg. Ja, mein Name ist eben, wie du schon sagtest, Andreas Schmiege. Ich bin 75 Jahre alt. Ich komme aus der Telekommunikationsindustrie und der Unternehmensberatung. Und bei mir ging es in meinem Beruf immer nur um Wachstum, Marktanteile gewinnen und im Verdrängungswettbewerb einigermaßen zu bestehen. Du sagtest ja, nicht du sagtest, sondern in deiner Ankündigung dieser Veranstaltung hast du ja sehr richtig geschrieben, alle sprechen von Nachhaltigkeit. Viele fragen sich, wie das konkret gehen könnte und was ich als Einzelner denn da überhaupt machen kann. Also wir geben Ihnen heute unsere Antwort auf diese Fragen. Die sind nicht allgemeingültig, aber uns haben sie einfach geholfen. Das Ganze begann am 9. Februar im letzten, nein, 2019 schon, mit einem Artikel im Buxtehuder Tageblatt mit der Ankündigung einer Vortragsreihe über Alternativen zu heutigen Wirtschafts- und Verhaltensmaximen auf Basis der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele. Und dieser Vortragsreihe hieß: Geht es denn noch anders? Ja, Zeit für Alternativen. Und es folgte ein ganzes Feuerwerk, ja, von Vorträgen über die verschiedensten Aspekte. Ja, allen gemeinsam war aber die Erkenntnis, wir müssen handeln und wir können handeln. Und schon der erste Vortrag von dem Professor Adloff, war einfach für mich ein Schlüsselerlebnis. Er sprach darüber, dass Wirtschaft ja eigentlich uns das Leben erleichtern sollte. Und wenn wir uns mal fragen, trifft das zu? Ist Wirtschaft heute etwas, was uns das Leben erleichtert? Oder verfolgt es ganz andere Zwecke? Und mit Geld wollten wir uns eigentlich das Tauschen erleichtern. Wenn ein Bauer sich einen Pflug beim Schmied holen wollte, braucht er sich nicht ein Schwein auf den Rücken laden, um zum Schmied zu gehen, sondern er kann das eben ja, mit Geld machen. Aber welchen Sinn hat Geld heute? Geld ist doch heute häufig zu einem reinen Selbstzweck geworden und dient vor allen Dingen der Geldvermehrung. Und die Frage, die sich eben einfach in diesen Diskussionsrunden immer wieder stellte, ist, wer kann denn das ändern? Wer könnte das machen? Der Staat, die Wirtschaft oder die Bürger und die Bürgerinnen, die Zivilgesellschaft? Und immer wieder kamen wir zu der Erkenntnis, wir müssen und wir können handeln. Und aus dieser ganzen Vortragsreihe entstand für mich eben dieser Wechsel von einer Resignation zu einer großen Zuversicht. Ja, der große Zuspruch, den diese Vortragsreihe gefunden hat, sollte eben von den Initiatoren, das war die evangelische Erwachsenenbildung, ja, gleich genutzt werden, um eben lokale Wandelinitiativen ins Leben zu rufen. Und so haben Ulrike Janssen und ich im Frühjahr 2019 diese Initiative gegründet und so entstand eben Buxtehude im Wandel. Im August 2019 haben wir uns dann von der evangelischen Erwachsenenbildung abgenabelt. Nicht, weil wir mit denen nichts zu tun haben wollten, sondern wir haben einfach gesagt, wir sind eine weltanschauungsunabhängige Initiative und das war uns eben doch etwas zu kirchennah. Und so haben wir dann eben im August 2019 unsere erste Ideenschmiede gestartet, voller Elan. Ja, eine Arbeitsgruppe jagte die nächste, Plastik vermeiden, liebenswerte Stadt gestalten, Ressourcen sparen, ja, gesunde und regionale Ernährung, CO2-Ausstoß vermeiden. Irre. Also
Man könnte sagen, großartig. Nein, wir haben uns viel zu viel vorgenommen. Es war einfach viel zu viel auf einmal. Das konnten wir nie und nimmer so bewältigen. Ja, was wollen wir denn eigentlich als Buxtehude im Wandel? Und das kann man einfach so zusammenfassen. Wir wollen mit positiven Ideen und konkreten Projekten, mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern den Wandel gemeinschaftlich angehen. Und so ist eben auch unser Motto, gemeinsam sinnig handeln. Ganz wichtig für uns ist, und das ist wirklich ein Teil unserer DNA, was ist unsere Haltung? Wir verstehen uns nicht als eine Protestbewegung. Wir haben überhaupt nichts gegen Protestbewegungen. Nein, die sind auch ungeheuer wichtig, ja, um eben Einfluss auszuüben. Nur es gibt genug Protestbewegungen. Wir müssen nicht noch eine Protestbewegung gründen, sondern wir haben uns einfach gesagt, wir glauben, ja, dass wir eben mehr erreichen, wenn wir mit Kooperationen arbeiten, statt mit einer Konfrontation. Wir glauben, dass wir mehr erreichen, wenn wir statt Lösungen zu fordern, eben selber Lösungen anbieten. Ja. Und wir glauben, ja, dass wenn wir eben einfach etwas machen, statt auf andere zu warten und zu fragen, warum machen die nicht, ja, dass wir dadurch letzten Endes mehr Fortschritte erreichen. Ja. Und was uns antreibt, ist eben nicht der Zorn über die vielen ungelösten Probleme, sondern was uns antreibt, ist die Freude an den vielen kleinen Fortschritten. Und wenn man mal das Wort Fortschritte auf die Goldwaage legt und das mal genau abwägt, so heißt es eben Fortschritte und nicht Fortsprünge. Wir verstehen uns als ein Teil der Transition-Bewegung. Und die Transition-Idee, ja, die dahinter steckt, ja, sagt eben, wir wollen den Wandel selbst in die Hand nehmen. Wir wollen nicht warten, bis Regierungen irgendetwas tun. Die Transition-Idee ist 2005 mit diesem Impuls entstanden, ja, einen sozialen Wandel selbst in die Hand zu nehmen. Aus der Überzeugung, es dauert einfach viel zu lange, bis die Politik handelt. Und die Bürgerinnen und Bürger, ja, sind eigentlich schon sehr viel weiter. Und das Herz der Transition-Bewegung ist die Gemeinschaft. Am meisten Spaß bringt es eben in einer Gemeinschaft. Und in einer Gemeinschaft kann man mehr erreichen und leichter auch innere, äußere Widerstände überwinden. Und die Transition-Bewegung hält es einfach für erforderlich, ja, dass wir ein anderes Verständnis von Wirtschaft und von Arbeit entwickeln. Ein Ansatz der Wirtschaft, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, ist die Gemeinwohlökonomie. Wir werden darauf auch noch das zumindest kurz streifen. Die Gemeinwohlökonomie ist eben keine Utopie, ja, des Unmöglichen, sondern sie ist ja heute bereits Realität und es gibt mehr als 2000 Unternehmen, die nach diesem Wirtschaftsprinzip arbeiten. Und man denkt immer, das sei etwas, das kann ja gar nicht profitabel sein. Interessant ist, dass Unternehmen, die nach diesem Prinzip arbeiten, oft profitabler sind als diejenigen, die sich einfach nur dem Verdrängungswettbewerb durch Druck und sonst was versuchen zu stellen. Ja, und alle, die Kinder haben, die wissen ja, wie schwierig es ist, mit Druck und Protest und mit Forderungen irgendetwas zu erreichen. Die Transition-Bewegung will eben mit positiven Ideen und konkreten Projekten zeigen, was geht. Und andere einladen. Ja. Pardon? Okay, ich mache dann mal weiter. Dieser Rob Hopkins, der hat diese Transition-Bewegung mal ins Leben gerufen, von dem stammt ein sehr gutes Buch, der das alles zusammenfasst. Das kann ich nur empfehlen. Und ich denke, man kann sich das leicht merken, einfach jetzt machen. Ja, das ist eben der Grundgedanke, der dahinter steckt. Was uns also ausmacht, sind unsere positiven Ideen und die konkreten Projekte. Und es sind eben auch die Menschen, die sich für unsere Ziele engagieren und hinter diesen Aktivitäten und Projekten stecken. Einige von diesen Projekten werden wir heute vorstellen.
manchmal auch stellvertretend für die Projektverantwortlichen, die lieber selber machen, als zu reden. Ja, und so kann man eben diesen Wunsch nach einer kurzen Antwort, was ist denn eigentlich Buxtehude im Wandel, in 3 Sätzen zusammenfassen. Wir wollen mehr Nachhaltigkeit. Die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele adressieren die Umwelt, das gesellschaftliche Miteinander und die Wirtschaft. Und wenn wir diese 17 UN-Nachhaltigkeitsziele beachten würden, dann hätten wir auch keine Umweltprobleme. Und wir setzen auf positive Ideen und konkrete Projekte. Was alles nicht geht, ja, das haben wir lange genug diskutiert, wir wollen zeigen, was auch alles möglich ist, auch für jeden Einzelnen. Und wir fangen einfach mal an, frei nach Hopkins, einfach jetzt machen, mit den verschiedensten kleinen Projekten. Man kann über diese Dinge viel lesen, auch in diesem Buch von dem Rob Hopkins, einfach mal machen. Man kann viel diskutieren, man kann sich auch Filme darüber angucken, alles hochspannend. Man kann das in diesen 3 Sätzen zusammenfassen oder einfach in 3 Worten. Ich möchte heute etwas erzählen über unsere Klimacouch. Das ist ein Projekt, was ich kennengelernt habe in Hamburg auf einem Treffen der Scientists for Future. Da gibt es das sogenannte Klimasofa und ich fand diese Idee so toll, dass man nicht wartet, dass die Leute zu einem kommen, um sich etwas über Nachhaltigkeit oder sowas anzuhören, sondern dass man den Leuten das Angebot macht, hey, ich bringe das zu dir. Und wir haben uns bei Buxtehude im Wandel gedacht, was in etwas größeren Format in Hamburg gut funktioniert, können wir im kleinen Format vielleicht auch hier in Buxtehude anbieten. Und genau das haben wir einfach in Angriff genommen. Und ich habe hier 2 Beispiele. Das ist ein Bild aus Katjas Wohnzimmer. Das ist unser Pilot gewesen, unsere erste Klimacouch. Die zum Thema den Verpackungsmüll hatte. Ich habe hier einfach noch mal so ein paar kurze Folien aus dieser Präsentation mit reingebracht, einfach um zu zeigen, worüber haben wir da gesprochen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man einen wissenschaftlichen Vortrag über Daten, über Zahlen und Fakten zu den Leuten hinbringt, um anschließend mit ihnen über Lösungen zu sprechen und zu diskutieren, was kann denn jede einzelne Person eigentlich machen. Ne? Das hier ist unsere 2. Klimacouch. Die hat vor kurzem stattgefunden im Deck 2. Das ist ein Veranstaltungsort hier in Buxtehude. Und da war das Thema, wie sieht denn eigentlich der Mobilitätsfußabdruck von uns aus? Wie sind wir eigentlich unterwegs? Erzeugen wir, wenn wir uns bewegen, viel CO2 oder eher weniger? Und da haben wir uns ein bisschen angeguckt, wie entsteht das Ganze eigentlich? Wie wird in der Mobilität der CO2-Ausstoß erzeugt? Und wir haben ein Beispiel durchgerechnet, wo wir einfach mal versucht haben, nachzuvollziehen, wie sowas zustande kommt und haben versucht, das greifbar zu machen. Ne? Rausgekommen ist letztendlich, dass wir eine einzelne Person hatten, die über ein Jahr eine CO2-Menge von 2 Schwimmbädern erzeugt, mit einer ganz normalen, ja, mit einem ganz normalen Mobilitätsverhalten. So, und dann haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, okay, was können wir da besser machen, wo können wir ansetzen, was ist effizient? Und da waren überraschende Erkenntnisse dabei. Eine ganz besonders für mich persönlich sehr überraschende war eben, dass eigentlich der Fernbus das klimaneutralste Transportmittel ist, was wir im Moment verfügbar haben. Ich habe immer gedacht, die Bahn wäre es, aber nein, es ist tatsächlich der Fernbus. Und ja,
Das ist die Klimacouch, die wir so gehalten haben. Und ich fand das sehr schön, mit den Leuten darüber ins Gespräch zu kommen und es vor allen Dingen auch in einem kleinen privaten Rahmen zu machen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und man ist doch deutlich dichter bei den Leuten. Und jetzt möchte ich gerne an meine Frau weitergeben. Barbara, die erzählt uns jetzt etwas über Foodsharing. Hallo, Barbara Rode hier. Ich bin die Frau von Florian. Und ja, wie er schon angekündigt hat, ich bin heute dran mit dem Thema Foodsharing. Das stelle ich auch sehr gerne vor. Und dann beginnen wir mal. So, ich selber bin seit 2019 Botschafterin hier für diese Umweltinitiative Foodsharing in Buxtehude. Foodsharing ist eine bundesweite Umweltinitiative mit mehr als 60.000 Foodsavern in Deutschland. Und hier in Buxtehude gibt es ein Team von ungefähr 100 Foodsavern. Wir retten Lebensmittel bei unseren Kooperationspartnern, wie zum Beispiel Supermärkte, Bäckereien, den Obsthandel nicht zu vergessen. Großhändler sind dabei aus Hamburg, da holen wir dann gleich palettenweise Lebensmittel ab. Das sind Lebensmittel, die aus optischen Gründen nicht mehr verkauft werden können. Zum Beispiel Buntmöhren sind genau einen Tag im Handel. Danach ist das Grün nicht mehr schön und wird dann nicht mehr gekauft von den Kunden. Genauso wie Kopfsalat oder Radieschen. Radieschen gibt es auch, Radieschenschwämme haben wir teilweise. Genau, oder aber auch Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Das Mindesthaltbarkeitsdatum, das gibt es übrigens erst seit 1981 und das garantiert vom Hersteller, dass das Produkt bis zu dem angegebenen Datum einwandfrei in der Optik und im Verhalten ist. Das heißt, es sieht so aus wie frisch produziert. Es riecht so und es schmeckt so und also ein Joghurt beispielsweise, der Molke bildet, der ist gehört schon nicht mehr dazu. Also nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist der Molkeüberschuss bei einem Joghurt sehr hoch und dadurch fällt er raus aus dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ist aber natürlich trotzdem noch weiter genießbar. Genau, wir verteilen die geretteten Lebensmittel kostenfrei, weil wir bekommen sie ja auch kostenfrei über sogenannte Verteiler. Es gibt Städte, die haben feste öffentliche Verteiler. Buxtehude hat es leider nicht. Das heißt, bei uns läuft das alles über private Verteiler. Bei den Foodsavern auf deren privatem Grundstück, da gibt es dann einen Kühlschrank und ein Regal, wo die Lebensmittel gelagert werden und dann gibt es eine Info momentan noch über eine WhatsApp-Gruppe, die hat über 150 Mitglieder hier in Buxtehude und da wird dann ein Foto reingestellt mit der Info, wir haben Lebensmittel für euch, holt sie euch gerne ab. Genau, wir sind über eine Plattform organisiert, www.foodsharing.de, da gibt es auch die Möglichkeit, die Lebensmittel über sogenannte Essenskörbe anzubieten. Die stellt man dann genauso im Prinzip wie bei unserer WhatsApp-Gruppe ein, mit einem Foto, mit der Adresse oder auch einfach nur mit einer Kontakttelefonnummer. Und derjenige, der daran Interesse hat, der kann sich melden, um dann die Lebensmittel abzuholen. Genau. Die EU und auch die Bundesregierung in Deutschland haben sich bis 2020 das Ziel gesetzt, Lebensmittelabfälle zu halbieren. Da es keine genaue Zahl gibt, wie viele Lebensmittelabfälle es tatsächlich gibt, weil die unterschiedlich gewertet werden. Also teilweise werden die Lebensmittel, die auf dem Feld verderben oder gar nicht erst geerntet werden, überhaupt nicht mit eingezählt in die Statistik, ist das sehr schwer zu sagen, was denn jetzt überhaupt eine Halbierung des Lebensmittelabfalls bedeutet. Sind es tatsächlich 4.000 Tonnen oder sind es 18.000 Tonnen pro Jahr?
Das kann keiner genau sagen. Von daher weiß auch keiner, was überhaupt die Hälfte an Lebensmittelabfall bedeutet. Es gibt auch noch keine wirkliche Strategie von der Bundesregierung. Genau. Die Vorteile für jeden Einzelnen bei Foodsharing mitzumachen sind tatsächlich geringere Kosten für den Wocheneinkauf, denn diese Lebensmittel, die wir verteilen, die nutzen wir natürlich auch selber. Das heißt, man guckt kurz rein, überlegt sich, was könnte ich denn davon selber verbrauchen und nimmt sich dann das heraus, was man gerne zubereiten möchte oder was man gerne selber verbrauchen möchte und eben auch das, was man anderen mitgeben möchte. Die Betriebe, für die gibt es natürlich auch Vorteile, die sparen eine Menge an Müllgebühren. Müllgebühren sind ein sehr großer Kostenfaktor für die Betriebe, denn Lebensmittelmüll ist sehr, sehr teuer. Es gibt natürlich den weiteren Vorteil, dass es sehr viel weniger CO2-Ausstoß durch weniger Verbrauch gibt, denn das, was ich rette, das kaufe ich nicht. Und es ist natürlich auch ein gewisser Lerneffekt auch bei den Betrieben da, weil wenn Lebensmittel, die aussortiert werden, sofort weggeworfen werden, dann sieht man sie nicht mehr. Wenn allerdings die Lebensmittel nur dreimal in der Woche abgeholt werden von den Foodsavern, dann muss ich sie ja irgendwo lagern. Das heißt, ich gehe vielleicht ein paar Mal am Tag dran vorbei und überlege mir in dem Moment, das ist ja doch eine ganze Menge, kann ich vielleicht etwas daran ändern? Verändere ich vielleicht mein Bestellverhalten? Brauche ich das jetzt wirklich? Oder aber kann ich auch ein bisschen weniger bestellen und das verkaufe ich dann tatsächlich restlos und habe keine Reste mehr, die ich eigentlich wegwerfen müsste. Durch die Möglichkeit, die Lebensmittel abzuholen in einem Verteiler, wird natürlich auch die eigene Verschwendung im Privathaushalt reduziert, denn man kauft vielleicht nur noch dazu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Eier rette und habe noch Kartoffeln gerettet, dann mache ich vielleicht Eier in Senfsoße und brauche nur noch die Sahne, die ich einkaufe. Das heißt also, da ist dann schon mal eine gewisse Einsparung auch da und die Verschwendung wird dadurch natürlich auch reduziert. Wir ergänzen die örtlichen Tafeln und arbeiten auch mit ihnen zusammen. Das heißt, wenn wir eine große Lebensmittelabholung haben, fragen wir auch bei den Tafeln nach, möchtet ihr etwas davon haben? Teilweise sind das Lebensmittel, die die Tafeln sehr gut gebrauchen können und uns dann auch gerne abnehmen. Teilweise läuft es aber auch genau andersherum. Die Tafeln haben sehr viel Lebensmittel gerettet oder abgeholt, so rum, von den Supermärkten. Die Tafelkunden holen aber vielleicht in der Woche nicht in der gewohnten Anzahl ab und es bleiben Lebensmittelreste übrig, die Tafel wiederum selber vernichten müsste, wegwerfen müsste, weil ja schon für die nächste Abholung frische Lebensmittel in Anführungsstrichen abgeholt werden bei den Supermärkten. Und dann ruft die Tafel uns wiederum an und sagt, wir haben hier Lebensmittel, möchtet ihr sie gerne haben? Und die holen wir dann natürlich auch gerne ab und verteilen sie. Bei uns gibt es im Gegensatz zu den Tafeln keinen Nachweis von Bedürfnis. Das heißt, wir haben vermutlich, also stark vermutlich, auch viele Menschen, die gerne ihr Haushaltsbudget etwas entlasten durch die Lebensmittel von Foodsharing, die dann also an den Verteiler gehen und sich dann dort die Lebensmittel, die sie brauchen, abholen und dadurch weniger oder überhaupt keine Stigmatisierung erfahren, die sie vielleicht anderswo doch hätten oder aber erwarten würden. Genau, und letztlich haben wir auch eine Verringerung von Verpackungsmüll, denn alles das, was wir einkaufen,
oder retten, das würde ja mitsamt den Lebensmitteln vernichtet werden. Und von daher werfen wir dann halt den Verpackungsmüll ohne die Lebensmittel weg und kaufen nicht neu. Das heißt, das ein und dasselbe Produkt, was ich rette, muss ich nicht neu kaufen. Dadurch habe ich halt den Verpackungsmüll für ein Produkt auf jeden Fall schon mal gespart. Was kann ich selber tun? Ich kann Lebensmittelabfälle vermeiden, zu Hause, im Restaurant und unterwegs. Wie mache ich das? Ich schreibe mir einen Einkaufszettel, was ich einkaufen möchte und kaufe dadurch nicht zu viel. Im Restaurant habe ich immer die Möglichkeit zu sagen, bitte packen Sie mir den Rest ein und kann diese Speisen dann zu Hause noch genießen. Sie wandern also nicht in den Müll. Und unterwegs habe ich immer die Möglichkeit, dass ich mir vielleicht auch noch mal eine Flasche Wasser mitnehme von zu Hause oder auch einfach einen Apfel von zu Hause, dass ich unterwegs nicht einkaufen muss und dann vielleicht die Sandwich-Verpackung dann wieder als Müll habe und wegwerfen muss. Genau. Das Mindesthaltbarkeitsdatum hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Bedeutet nicht sofort tödlich ab, sondern Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum können durchaus auch noch nach Ablauf des aufgedruckten Datums bedenkenlos verzehrt werden. Dafür haben wir unsere Sinne, die sehr gut funktionieren. Das heißt, wir gucken uns das Produkt erst einmal an. Sieht es gut aus? Ist der Deckel vielleicht gewölbt oder ist er noch normal auf der Verpackung? Wenn er gewölbt ist, sollte man vielleicht schon ein bisschen vorsichtiger rangehen. Und ansonsten riechen und schmecken wir das Produkt einmal kurz. Und wenn es bedenkenlos ist in der Optik, in der Haptik, dann können wir es auch essen. Natürlich müssen wir vorsichtig sein bei leicht verderblichen Produkten. Die verteilt Foodsharing auch nicht. Also Sachen mit einem Verbrauchsdatum gibt es bei Foodsharing nicht. Da haben wir selber noch die Möglichkeit, wenn wir es abholen, für uns zu prüfen, würden wir es noch essen, dann essen wir es selber, also die Foodsaver, die Abholer bei den Betrieben. Aber wir geben es nicht mehr in den Verteiler. Genau, planvolles Einkaufen hatten wir gerade schon. Das war das mit der Einkaufsliste. Man kann auch die Hinweise zur richtigen Lagerung von Lebensmitteln beachten. Und falls wir tatsächlich mal überschüssige Lebensmittel haben, dann kann man die auch gut im Bekannten- und Freundeskreis einmal kurz anbieten. Nachbarn beispielsweise, wenn wir in den Urlaub fahren und wir haben tatsächlich noch einen vollen Kühlschrank, dann können wir unsere Nachbarn kurz ansprechen. Das machen die auch bei uns, das ist also ganz toll eigentlich. Genau, und dann heißt es, ich habe hier noch das, möchtest du das haben? Ansonsten findet sich vielleicht noch jemand anders, der es noch essen möchte, damit es nicht verdirbt, bis wir wieder zurück sind. Tatsächlich war das jetzt das Ende meiner Präsentation. Genau, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich gebe gerne weiter. Okay, dann übernehmen wir jetzt mal mit dem Thema Müll. Schließt sich ja gut an. Und einen Moment. Mal geben. So. Ja, den Teil, den ich beisteuern möchte, ist das Müllsammeln. Das war die erste Aktion, die ich mit in die Initiative gebracht habe. Ich bin also schon langjährige Müllsammlerin. In meiner Jugend war das eigentlich unmöglich, dass man Müll auf die Straße geworfen hat oder ins Feld oder dass man nicht achtsam damit umgegangen ist. Und mich stört das einfach, wenn ich spazieren gehe und ich bin viel draußen in der Natur und ich sehe den Müll überall rumliegen. Also das ist ein Thema, an dem ich schon lange dran bin. Und deshalb ist mein Ziel, Mitbürger, Kommunen, Politik, alle Leute zu diesem Thema oder für dieses Thema, für diese Problematik zu sensibilisieren, damit wir auch Lösungsansätze finden. Und Barbara hat das gerade schon gesagt, es gibt natürlich die Möglichkeit, Müll zu vermeiden. Das ist die Nummer eins, die wir anpacken müssen.
wobei das im Wesentlichen auch ein Punkt der Politik und der Wirtschaft ist. Wir selber können natürlich auch gucken, sind wir unterwegs, brauchen wir die To-Go-Verpackung, müssen wir tatsächlich unterwegs Kaffee trinken oder nehmen wir uns Zeit dazu und setzen uns irgendwo hin. Es gibt viele Möglichkeiten. Und wenn wir dann Müll tatsächlich produzieren, dann haben wir auch hier in unserem Land die Möglichkeit, den Müll richtig zu entsorgen. Aber auch das scheint für viele sehr schwierig zu sein. Also ich habe hier nur mal ein kleines Foto gebracht von einer Müllsammelaktion, die zwei Initiativmitglieder und ich im vergangenen Herbst durchgeführt haben. Wir waren eine halbe Stunde unterwegs und wir hatten immer noch nicht alles aufgesammelt. Also das, was da liegt, das war dann einfach das, was wir in unsere Tüten packen konnten. Mehr ging dann nicht mehr. Und das zeigt eben auch schon, dass wir da ein erhebliches Ausmaß an Müll in unserer Umwelt liegen haben. Und dieser Müll ist tatsächlich auch ein großes Problem für die Umwelt. Also es ist nicht nur so, dass es nicht hübsch aussieht, sondern der Müll bleibt ja in der Umwelt. Das heißt, wir reichern unsere Gewässer und unsere Böden damit an. Und das haben wir in vielen Filmprojekten, in vielen Zeitungsartikeln auch schon gesehen. Der Müll wird von Tieren gefressen, der Müll zersetzt sich, insbesondere der Plastikmüll, zu kleinen Partikeln, die schließlich zu Nanopartikeln werden und von den Lebewesen und auch von den Pflanzen aufgenommen werden und so in unsere Nahrungskette kommen. Das heißt also, da ist ein langer Weg vom großen Müll, der dann aber irgendwann potenziell auch bei uns landen kann. Und ich habe hier nur mal aufgenommen ein Foto, wo ich wirklich neugierig war. Ich hatte in einem Ackerboden am Wegesrand gesehen, dass da so ein Plastikteil im Boden verschwunden war und das Wintergetreide, das fing auch schon an zu wachsen. Und dann habe ich das mal ausgegraben und habe dann gesehen, dass es wahrscheinlich so eine Art Riegel ist. Ich kenne mich da nicht so genau aus, aber jemand hat auf dem Weg halt Hunger gehabt, Riegel gegessen, Papier war im Weg, also weg damit. Und da müssen wir eine Lösung für schaffen. Außerdem ist es auch so, dass dieser Müll ja auch ein Wertstoff ist. Das heißt, da sind Materialien verwendet worden, um diese Verpackung herzustellen. Und wir wären gut beraten damit, wenn wir diese Wertstoffe auch wieder in den Kreislauf bringen würden. Wenn wir also das Recycling als neue Rohstoffquelle sehen und das in unserem Wirtschaftskreislauf stärker bedenken würden. Ich denke, da sind jetzt Entwicklungen im Gange, wie sie bei Cradle to Cradle zum Beispiel ganz stark ausgebaut werden. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns und deshalb höre ich nicht auf, Müll zu sammeln, denn ich bin auf den Wanderwegen, auf den Fußwegen unterwegs. Und das ist das Schöne. Florian hatte das gerade mit dem Klimasofa angesprochen. Das ist einfach immer gut, wenn man die Menschen persönlich anspricht. Und beim Müllsammeln wird man automatisch von Menschen angesprochen, die entweder die Stirn runzeln und sich wahrscheinlich denken, was ist denn das für ein verrückter Mensch, der da freiwillig für andere den Müll wegräumt. Aber viele Menschen kommen einfach auch mit einem Lächeln auf einen zu und sagen, toll, dass Sie das machen oder Dankeschön und ich ärgere mich auch oder ich bin Hundebesitzer und ich sammle auch regelmäßig Müll. Also es verbindet, es schafft Aufmerksamkeit und in unserem Fall Buxtehude im Wandel, da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir über das Netzwerken sprechen. Wir vernetzen uns auch mit anderen Akteuren. Und bei uns in der Kommune gibt es das sauberhafte Buxtehude. Das ist eine Müllsammelaktion, die ein- oder zweimal jährlich von der Stadt aus organisiert wird. Und da sind wir auch Mitglied des Clubs sozusagen und können natürlich auch unsere Ideen dort wieder einbringen. Das hat Andreas vorhin ja so schön gesagt, wir sprudeln vor Ideen für neue Projekte.
Und eines unserer Anliegen war, auf die vielen achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen aufmerksam zu machen. Und dazu gab es im letzten Herbst hier in Buxtehude eine Aktion, wo dann eben tatsächlich auch mit einem entsprechenden Staubsauger für Zigarettenkippen auf der Hauptstraße, auf dem Hauptgehweg von Buxtehude, die Kippen eingesammelt wurden. Und man hat dann auf der Ökomesse gezeigt, wie viele Kippen da zusammengekommen sind und wie viel Liter, oder man kann eigentlich eher sagen Kubikliter an Wasser, Kubikmeter an Wasser durch diese Kippen auch vergiftet werden. Denn die Kippen sind nicht nur hässlich, sie tragen eben auch viele Schadstoffe in sich, die dann über das Regenwasser wieder in das Grundwasser abgegeben werden können. Also insofern auch hier schon mal Stichwort Netzwerk, auch ganz wichtig, um von dem Kleinen dann einen Schritt nach oben in das politische Geschehen zu machen. So, und jetzt kommen wir von schmutzig Müll zu sauberen Geschirrspülmittel. Ja, genau. Also ich bin Katja und bevor ich euch erzähle, wie ich mein Geschirrspülmittel für die Maschine mache, komme ich dem Auftrag von Andreas nach, denn er hatte gesagt, man solle doch bitte hier auch einmal sagen, was man in der Initiative zu suchen hat und warum man die eigentlich so schön findet. Und da fällt mir eine ganze Menge ein. Ich greife nur drei Aspekte raus. Also das eine ist, dass ich dieses Gefühl, mit Menschen zusammenzukommen, denen die Umwelt auch furchtbar wichtig ist, einfach total schön finde, weil das ja leider nicht so selbstverständlich ist. Und das sind ja alles Menschen, denen die Umwelt so wichtig ist, dass sie auch was tun wollen und nicht nur drüber reden oder sagen, ja, wie schön, dass du öko und fair einkaufst oder was, aber schlussendlich dann doch selber ganz anders handeln. Ja, dann finde ich als zweites die ganzen kleinen Tipps total klasse bezüglich Herstellung von Kleinigkeiten. Das ist ja so etwas, was ich jetzt auch hier vorstelle. Also über Waschmittel oder selbstgemachte Putzlappen, die wir schon gehäkelt hatten, oder Teelichter, die man selber machen kann. Und das finde ich sehr wichtig, weil das solche Kleinigkeiten sind, die, ja, die total einfach sind. Ja, und das Dritte, was ich ganz wunderbar finde, sind immer unsere größeren Projekte, die wir innerhalb der Stadt verwirklichen, wie zum Beispiel diese Gemeinschaftsgärten, die wir anstreben, oder die Hochbeete, ich glaube, da kommen wir nachher noch zu, die man alleine ja überhaupt nicht stemmen könnte, weil schöne Ideen haben vielleicht viele Menschen, aber wie man sie umsetzen kann, ist eben manchmal nicht so ganz einfach. Bei solchen großen Dingen braucht es eben auch ein bisschen Manpower. Gut, dann aber zurück zu dem Geschirrspülmittel. Da braucht man nicht so viel Manpower, da braucht man eigentlich nur ganz wenig Zutaten, die ihr hier auf der Folie seht. Und ich liebe dieses Mittel, weil es total umweltfreundlich ist. In dem herkömmlichen Geschirrspülmittel finden sich unter anderem gentechnisch hergestellte Enzyme oder eben ja, die Tatsache, dass sie auf Erdölbasis sind, ist vielleicht auch nicht jedem klar. Das ist natürlich hier nicht der Fall, wie man sieht. Sie sind sehr schnell herzustellen, das werdet ihr gleich sehen. Viel, viel preiswerter als gekauftes und bei all dem genauso wirkungsvoll wie gekauftes. Genau, die Zitronensäure und jetzt muss ich gerade mal etwas luschern. Genau, das Soda und das Natron sind eben die Fett- und Schmutzlöser in dem Geschirrspülmittel. Und die Zitronensäure und das Salz sind zum Wasser enthärten und verhindern die Kalkablagerung, sodass das Geschirr eben schön glänzt und die Maschine auch selber geschützt ist. Alle Dinge, die hier aufgezählt sind, magst du mal die nächste Folie machen, die gibt es im ganz normalen Supermarkt oder eben in der Drogerie. Wichtig ist, dass alle Zutaten trocken sind, sonst reagieren die eben, wenn sie zusammengemischt werden, schon in dem Glas, in dem Mischbehälter. Das darf natürlich nicht sein. Also die müssen wirklich knochentrocken sein. Man braucht dann nur ein oder zwei Teelöffel für die Maschine und dann wird eigentlich alles so sauber, wie man es von dem gekauften herkömmlichen Geschirrspülmittel gewohnt ist.
Die meisten fügen ja Klarspüler auch noch hinzu, damit die Gläser schlierenfrei sind. Das muss man natürlich in diesem Fall auch tun. Allerdings braucht man auch da den nicht den gekauften Klarspüler zu nehmen, sondern ganz schlichter Essig reicht aus. Und es hat die Erfahrung gezeigt, dass auch Essig dem Geschirrspüler nicht schadet. Also das ist ein schönes Beispiel, finde ich, dass man sehr, sehr einfach ein wunderbares Geschirrspülmittel herstellen kann und der Umwelt viel Gutes tut. So, so sieht das dann aus. Ja, soweit die erste Runde mal zu der Vorstellung unserer Initiative und zu den kleinen Dingen, die einfach jeder selber machen kann. Und ich glaube, Birgit, jetzt könntest du den Ring freigeben für Fragen, Diskussionen, Wünsche und was einen noch bewegt. Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich vorschlagen, Andreas, dass wir mit eurem Plan sozusagen weitermachen. Ja, und das passt auch wunderbar, weil wir landen jetzt mit dem nächsten Thema beim Thema essbare Stadt. So, essbare Stadt, worum geht es hier? Hier geht es darum, dass wir gerne übergeordnet einfach unseren Mitmenschen wieder ein bisschen mehr Wertschätzung für Lebensmittel näher bringen wollen. Weil wir haben ja gerade schon über Food Saving gesprochen und über so viel Essen, was weggeworfen wird. Und das kommt ja eigentlich daher, dass es alles viel zu billig ist, sage ich jetzt mal so. Wir können den wahren Wert, der hinter all dem steht, ja gar nicht mehr richtig einschätzen. Und deshalb war es uns wichtig, das einfach mal zu zeigen, wie aufwendig ist es, eine Möhre heranwachsen zu lassen oder Tomaten ranzuziehen und so weiter und so fort. Und wir haben mit diesem Projekt im Frühjahr gestartet. Wir haben uns angehängt an die Projektgruppe Nachhaltig im Landkreis Stade und haben über diese Gruppe die Hochbeete, die ihr hier links im Bild seht, die alten Apfelkästen, gesponsert bekommen. Und ja, dann haben wir in unserem Kreis mal herumgefragt, wo können wir diese Beete denn überhaupt aufstellen? Und wie ihr hier seht, kommen wir jetzt gleichzeitig auch ein bisschen zu der Antwort der Frage, die gerade gestellt wurde, nämlich erreichen wir auch junge Leute, Schüler, Kinder, Jugendliche? Ja, die Hochbeete von unserer essbaren Stadt sind aufgestellt worden bei zwei Grundschulen, in einem Freizeithaus und in der St. Paulus-Gemeinde, wo die Kita für die Bestellung der Kisten zuständig ist. Und hier haben wir eigentlich ein super tolles Projekt gehabt, weil wir haben es gerade schon von Katja gehört, die großen Projekte selbst zu stemmen, das geht eigentlich nicht. Also mein Geschirrspülmittel, das kann ich zu Hause auch mal mischen und den Müll kann ich auch selber sammeln. Aber wenn ich wirklich etwas Größeres bewegen will, dann brauche ich einfach ein Netzwerk, dann brauche ich Unterstützer. Und wir haben in diesem Fall die Kooperation mit unserer Gemeinde, mit unserer Stadt gesucht und sind dort, ja, haben offene Türen eingerannt und haben nur so dieses Projekt überhaupt machen können, weil die Kisten waren leer, als wir sie zur Verfügung gestellt bekommen haben und sie standen auch nicht da, wo sie stehen sollten. Das heißt, wir hatten ein wahnsinniges logistisches Problem, diese 10 Kisten zu transportieren und sie zu befüllen und sie dann dahin zu transportieren, wo sie eigentlich hin sollten. Ja, und da hat uns die Stadt mitgeholfen, die städtischen Betriebe, die den Transport übernommen haben, die uns Erde und Kompost und das Material, was unten in die Beete reingelegt wird, das Geäst und so weiter zur Verfügung gestellt haben. Und wir haben dann in einer Gemeinschaftsaktion mit Lehrern von den Schulen, mit
Bediensteten der Stadt und mit unserem Team haben wir diese Kisten gefüllt und haben Heidenspaß dabei gehabt. Denn das ist ja das, was Andreas anfangs auch gesagt hatte. Wir wollen einfach Freude miteinander haben. Wir wollen, dass wir uns gegenseitig motivieren und dass wir einfach eine schöne Zeit zusammen haben, während wir sowas auf die Beine stellen. Ja, und nun stehen sie da, die Kisten. Ihr seht, da wächst auch was drin. Wir hatten auch schon Pflanzen rechtzeitig besorgt für die Winterbepflanzung, weil vieles wird jetzt langsam ja, abfrieren, absterben. Und wir wollen natürlich auch, dass die Beete im Winter bepflanzt werden. Wir haben jetzt auch eine Beschilderung der Beete vorgenommen, damit ersichtlich wird, wer die Kisten gestiftet hat und wer das Projekt betreut, wer bei dem Befüllen mitgeholfen hat, sodass es wirklich auch transparent ist. Und wir haben dadurch, dass wir von der Stadt auch in der AG Klimaschutz aktiv sind und damit auch mit Schulleitern verbunden sind, haben wir jetzt schon eine enorme Nachfrage nach mehr Kisten für das kommende Jahr. Also das Projekt soll fortgeführt werden. Und wir überlegen natürlich, wie es weitergehen kann. Wir möchten jetzt gerne auch in öffentliche Flächen im kommenden Jahr. Und wir denken auch über Patenschaften nach. Wir denken auch darüber nach, in privaten Gärten eine Art Vernetzung herzustellen. Den Gemeinschaftsgarten, den die Stadt plant, da sind wir auch mit im Planungskomitee. Also das Thema Garten ist für viele von unserer Initiative sehr, sehr interessant. Und wir sind da auch super aufgeteilt, weil jede von uns eigentlich auch einen anderen Schwerpunkt hat und einfach was Neues mit in die Gruppe bringt. Also ist ein super Projekt und ist in der Stadt, als wir es auf der Ökomesse nochmal vorgestellt haben, auch auf eine sehr positive Resonanz bei den Mitbürgerinnen gestoßen. Ja, das zum Thema essbare Stadt. Und dann ist das nächste unser Jahresprojekt Nachhaltigkeitstipps. Wir haben uns überlegt, man kann ja viele kleine Sachen machen. Also man kann Einkaufslisten schreiben, damit man gezielt einkauft und zu Hause nicht so viel wegwerfen muss. Man kann sich überlegen, ob man vielleicht mal anfängt, ein bisschen weniger Fleisch zu essen, wo man seine Kleidung kauft, ob man tatsächlich jedes Jahr 10 neue Hosen und 30 Paar neue Schuhe braucht und so weiter und so fort. Und da haben wir gesagt, wir sind doch die Initiative der kleinen Schritte. Lass uns doch einfach diese kleinen Schritte mal in Nachhaltigkeitstipps verpacken. Und diese Nachhaltigkeitstipps, die immer zu einem bestimmten Thema gebündelt werden, die erscheinen wöchentlich in unserem sogenannten Wochenblatt. Das ist eine Zeitschrift, wenn man bösartig will, ist, sagt man, eine Werbezeitschrift, in der natürlich die Unternehmen viel Werbung platzieren, in der aber auch unheimlich viel lokal Aktivitäten veröffentlicht werden. Und dieses Wochenblatt deckt den gesamten Landkreis ab. Das heißt, wir haben eine große Reichweite damit. Und wir haben wöchentlich zu den verschiedensten Themen immer Nachhaltigkeit im Mittelpunkt, einfache Tipps zum Umsetzen. Wie kann ich Müll reduzieren? Wie kann ich plastikfrei einkaufen? Wie kann ich mein Badezimmer vielleicht plastikfreier gestalten? Und immer mit dem Tenor, du musst nicht alles gleich perfekt machen. Das reicht, wenn du mit ein paar kleinen Sachen anfängst und einfach mal guckst, wie passt das zu dir, wie fühlst du dich wohl, und dann machst du den nächsten Schritt und dann vielleicht nochmal den nächsten Schritt. Und über dieses Thema, über dieses Medium haben wir auch schon viel Feedback von interessierten Bürgern bekommen, haben auch neue Initiativmitglieder aufgelesen dabei. Also es kommt einfach gut an und man selber lernt eben auch was dabei, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt und ein bisschen recherchiert, dann sieht man plötzlich, ach ja, das gibt's auch, interessant, toll. Also es macht Spaß, dass in unserem kleinen Redaktionskomitee wöchentlich zu bearbeiten und dann in die Zeitung zu bringen. Ja, das wäre das. Ich glaube, Andreas,
Jetzt bist du wieder dran mit unserem ersten Projekt. Ich stoppe jetzt mal und übergebe. Ja, das ist jetzt ein Thema, ja, wo ich einfach sage, ist die Geschichte, wie wir aus einer unmöglichen Idee einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit gemacht haben. Der Anfang war, wir hatten Orte der Nachhaltigkeit auf unserer Website abgebildet, nach verschiedenen Kategorien, ja, und dann eben für jede Kategorie auch noch eine kurze Beschreibung einzelner Orte, die dann eben zu dieser Kategorie gehören. Und dann haben wir noch einen oben drauf gesetzt. Wir haben eine Karte der Nachhaltigkeit in unserer Website veröffentlicht. Und wenn man dann auf irgendeines dieser Orte klickte, ja, dann kriegte man eben eine Auskunft darüber, was sich dahinter jetzt verbirgt. In dem Fall Tante Trudes, ein Loseladen bei uns. Da kann man nachlesen, was diesen Laden auszeichnet. Das ist sehr, sehr schön. Hier kann man sich wunderbar informieren. Nur der große Nachteil ist, wer läuft schon mit einem Laptop durch die Stadt? Und deshalb wäre natürlich das Allerschönste, wir hätten eine Karte der Nachhaltigkeit als App. Ungefähr so, wie es der grüne Kompass in Braunschweig von Greenpeace darstellt. Ein tolles Projekt. Aber die Karte haben wir leider nicht bekommen. Also Greenpeace ist eben mittlerweile auch eine große Organisation. Da gibt es ja viele rechtliche Bedenken. Also lange Rede, kurzer Sinn, die durften uns das eben nicht geben. Aber es gibt zum Beispiel noch ein ähnliches Projekt, Nachhaltig in Graz. Das ist eine Initiative, mit der wir am Anfang sehr eng kooperiert haben und uns wunderbar inspiriert haben. Auch eine tolle App, aber wir mögen Google nicht so gerne und wenn man sich die genauer anschaut, das ist die eierlegende Wollmilchsau, das ist dermaßen komplex, dass wir gesagt haben, nee, das ist also für uns vielleicht einfach am Ende doch zu anspruchsvoll. Ja, Karte der Nachhaltigkeit als App. Für uns eine Mission Impossible, denn wir haben kein Know-how, um das zu machen, wir haben kein Geld, um das zu machen. Und wenn wir es machen würden, dann hätte die auch noch eine viel zu geringe Reichweite. Denn wir sind zwar sehr aktiv, aber so viele Leute kennen Buxtehude im Wandel auch nicht. Und diese tolle Karte von Greenpeace in Braunschweig, die hat zum Beispiel nur 100 Downloads. Ich meine, damit ist noch nicht so viel gewonnen. Also wir wollten unbedingt eine größere Reichweite und wir wollten diese Probleme lösen. Problembeschreibung schön und gut. Wie sind die Lösungen? Ja, wir sagen, wir machen eine App-Entwicklung durch einen IT-Studenten, der uns von Nachhaltig in Graz empfohlen wurde. Das ist der Student, der Nachhaltig in Graz entwickelt hat. Und der hat gesagt, ich kann das auch für euch machen, für ein eher studentisches Honorar. Normalerweise würde man da so um die 2000 Euro dafür bezahlen. Ich will jetzt nicht sagen, wie viel wir bezahlt haben, aber das hätten wir ja auch niemals machen können. Und wir haben gesagt, da wir auch gar keine Ressourcen sonst haben, wir machen das zusammen mit der Stadt. Die Stadt hat ja den Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Und die will ja auch immer wieder untermauern, wie nachhaltig sie sind. Und da kommt ihnen das doch sehr gelegen. Also wir machen das zusammen mit denen. Und zu der Stadt gehört eben auch die Stadtwerke. Und die Stadtwerke haben eine App, die heißt Buxduell. Da wird alles Mögliche gezeigt, aber noch nicht sehr viel über Nachhaltigkeit. Und wenn wir das dort mit reinkriegen, dann haben wir eben eigentlich doch wirklich gewonnen. Denn die App Buxtuell wird weit über 5000 Mal, ist die bereits runtergeladen worden. Also da wären wir doch dann eigentlich am Ziel. Ja, Ziel. Wenn man sich mit einer großen Organisation einlassen will, dann braucht man klare Absprachen, sonst geht man dort einfach irgendwo runter. Und schließlich wollten wir im Fahrersitz bleiben. Wir wollten schließlich entscheiden und bestimmen, was dort passiert. Also wozu soll die App dienen? Geht es um Wirtschaftsförderung nach Gewerbesteuer oder geht es um den Ausbau der Nachhaltigkeit? Was soll alles abgebildet werden?
Und hier ist natürlich der Wunsch wiederum von der Stadt gigantisch. Die wollen natürlich möglichst viel abbilden. Aber da wir diejenigen waren, die es umsetzen wollten, wir wollten ja im Fahrersitz bleiben, legten wir natürlich großen Wert darauf, dass das für uns noch machbar bleibt. Ja. Und dann die Frage, nach welchen Kriterien sollte die Auswahl wirklich getroffen werden. Ja. Und wir waren einfach fest entschlossen, es dürfen nur anerkannte Kriterien von nach Zertifikaten und Ähnlichem sein, sonst kommen wir in eine Greenwashing-Geschichte hinein. Und logischerweise will natürlich eine Stadt, die den Nachhaltigkeitspreis gewonnen hat, auch an möglichst vielen Stellen zeigen, wie nachhaltig sie sind. Und viele größere Unternehmen, ja, die einen großen Gewerbesteuerbeitrag leisten, die wollen natürlich gerne sich auch so darstellen. Also bitte ganz klare Regeln, nach denen das erfolgt. Und wir wollten damit auch zeigen, ja, Buxtehude ist bereits auf diesem Weg. Buxtehude ist bereits im Wandel, ja, und es sollte eben gezeigt werden, ja, dass das alles schon bereits begonnen hat. Die Stadt hat einen wunderbaren Werbeslogan, der heißt eben, schlau, wer schon da ist. Und wir sagen jetzt, schlau, wer schon nachhaltig ist. Wozu soll die App dienen? Ja. Die App soll natürlich erstmal eine Antwort geben auf die Frage, ja, wo kann ich denn hier überhaupt entsprechend einkaufen? Ja, auf die Frage, du willst in Buxtehude nachhaltig und unbewusst leben, dann bist du eben genau hier richtig. Dann, das ist eben etwas, was der Stadt hilft, weil sie damit eben auch untermauern kann, wie nachhaltig Buxtehude schon ist. Aber indem sie eben auch eine Orientierungshilfe für die Bürger selber gibt, ja, hilft sie eben auch den Bürgerinnen und Bürgern, ja, bei ihrer Suche, wo kann ich denn mein Bedürfnis nach Nachhaltigkeit am besten befriedigen? Und es hilft letzten Endes natürlich auch den Unternehmen zu zeigen, wie nachhaltig sie bereits sind und sich entsprechend zu positionieren. Und es hat dann einen gewollten Nebeneffekt, dass die Leute, die Unternehmen, die sagen, oh, schau mal, der ist schon dabei, ich muss mich auch ein bisschen anstrengen, dass ich damit dabei bin. Also wir wollten eben ganz bewusst einen kleinen Wettbewerb auch unter den Unternehmen erreichen. Gut, welche Kategorien wollen wir abbilden? Das war unser Bestreben. Wir bilden einfach die gleichen ab, die wir auch auf unserer Website haben. Ja. Es gehören eben nicht nur Konsumgüter dazu, es gehören eben auch soziale Einrichtungen dazu. Ja. Die 17 neuen Nachhaltigkeitsziele beschäftigen sich ja nicht nur mit Klimaschutz. Also das Gleiche, was wir auf unserer Website haben. Ja, und dann bitte ganz konkret, mit ganz konkreten Fragen für jede Kategorie. Ja, wie ist der Anteil zum Beispiel bei Bekleidung, ja, von Bekleidung, die ein bestimmtes von uns vorher definiertes Siegel erfüllen? Ja, wie weit ist denn, sieht es denn aus mit dem Transportweg? Denn je weiter das transportiert wird, umso größer ist ja auch der CO2-Fußabdruck, der damit verbunden ist. Und ja, die Frage eben, wie groß ist denn der Anteil der verkauften Bekleidung, die also in Plastik verpackt wird? Also das alte Thema Verpackungsmüll. Und wie nachhaltig ist denn die Unternehmensführung selber? Nach den verschiedensten Aspekten, sodass eben dieses wirklich nach konkreten Kriterien entsprechend behandelt wird. Und wenn wir eine ausreichende Zahl an Unternehmen dann gefunden haben, die sozusagen den ersten Piloten machen und die anderen anstecken, dort mitzumachen, ja, wenn wir das erreicht haben, dann können wir die App Buxtel nehmen, ja, ein neues Menü einfügen, nachhaltig leben, ja, und dann eben wunderbar die App Buxtel mit unseren Inhalten füllen. Das ist einmal natürlich diese Nachhaltigkeitskarte, aber wir werden dort auch diese Tipps der Woche veröffentlichen und andere Dinge, die wir dort eben entsprechend unterbringen können. So, das Ergebnis ist dann eben genau das, was wir wollen. Ja, wir haben eben eine App mit einer entsprechenden Reichweite, ja, wo man eben die Orte der Nachhaltigkeit leicht finden kann. Ja.
Wir sehen bei den einzelnen Unternehmen, wenn wir sie anklicken, in den verschiedensten Bereichen, wie nachhaltig sie dann dort wirklich sind. Und den Unternehmen bieten wir an, einen kleinen Aufkleber an ihrer Scheibe, womit sie dokumentieren können, hier bei mir im Laden, da bist du genau richtig. Und das ist wieder mal ein Beispiel dafür, wie sinnvoll es ist, gemeinsam, sinnig, was auf die Beine zu stellen, in Kooperation statt in Konfrontation. Und alle Beteiligten, der Einzelhandel, die Stadt, die Bürgerinnen und Bürger und wir alle haben was davon. Ja, ich glaube, dann wärst du noch mal dran, Barbara, mit diesem letzten Schlussthema von uns, Kooperationen und Netzwerke. Genau. Ja, das Thema, wie kommen wir überhaupt zum Netzwerken, das hat uns von Anfang an wirklich bewegt, weil wir gesagt haben, wir sind ja nur ein paar aktive Leute und wir haben das Ziel, dass wir wirksam werden, dass wir doch ein bisschen was verändern, auch wenn das nur die kleinen Schritte sind, aber wir wollen etwas verändern und wir wollen wirksam werden. Und wie können wir wirksam werden? Einmal, indem wir unsere Mitbürgerinnen wirklich anstecken mit unserer Idee, also in die Fläche gehen. Und ich denke mal, die App, die Andreas gerade vorgestellt hat, ist ein schönes Beispiel dafür, wie man plötzlich von, ich sag mal, vielleicht 100 Leuten, die unseren Newsletter lesen, auf 5000 Klicks kommt, die dann plötzlich sehen, nachhaltig gibt es auch in Buxtehude. Also da können wir einiges machen. Und wir können uns auch über das Vernetzen mit anderen Initiativen, wir haben ja gerade Barbara Rode gehört, mit Food Sharing, Food Saving. Wir haben aber auch regionale Initiativen. Bei der S-Bahn Stadt hatte ich schon Nils erwähnt, also nachhaltig im Landkreis Stade. Wir sind auch in engerem Kontakt mit der German Zero Initiative aus Buchholz. Also das stärkt einfach. Das ist nicht nur die Aktivität, die dadurch gestärkt wird, sondern einfach auch, ich sag mal, die Motivation, die Ideen, die man miteinander teilt. Und dann vernetzen wir uns natürlich auch mit richtungsweisenden Strukturen, also mit der Wirtschaft, mit der Politik, mit den Finanzen, weil natürlich ist es schön, wenn man schon mal so ein paar kleine Tippelschritte macht. Aber irgendwann muss man auch mal einen Sprung machen, damit man vorwärts kommt. Und die Sprünge können wir alleine nicht machen. Da brauchen wir stärkere Unterstützer dazu. Und deshalb ist es uns halt auch so wichtig, mit der Stadt zusammenzuarbeiten und auch mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten und auch die Tür zu den Banken zu öffnen, weil Geld regiert die Welt. Und wir haben uns in unserer Initiative mal den Spaß gemacht, weil wir haben irgendwann gesagt, oh mein Gott, das wächst uns alles über den Kopf. Wir wissen gar nicht mehr, mit wem arbeiten wir überhaupt zusammen. Der eine mit dem, der andere mit dem. Und da hatte Florian in einem schönen Programm mal dieses nette Bild entworfen, wo was aussieht wie so ein Spinnengewebe und wo wir festgestellt haben, mein Gott, hier haben wir den Kontakt, da. Nicht alle sind gleich wichtig, aber es gibt eben wirklich auch Schwergewichte in den Kontakten, die wir auch regelmäßig pflegen möchten, weil sie einfach wichtig sind, damit wir als Initiative das realisieren können, was wir realisieren möchten. Und da komme ich einfach nochmal zurück auf zwei Beispiele, um das etwas plakativer darzustellen. Ich hatte ja gerade bei der Vorstellung des Projektes Essbare Stadt schon erwähnt, ja, wir sind eigentlich nur ins Handeln gekommen, weil wir über die Initiative Nils die Idee hatten und dann auch die Kisten für das Hochbeet. Ohne das wären wir nicht so schnell im Startloch gewesen. Wir hätten dann wahrscheinlich ein ganzes Jahr mit Planung verloren. Und so sind wir einfach zack im Startblock gewesen und konnten gleich losrennen. Und das andere ist die Stadt Buxtehude, die uns einfach, wie ich gerade schon sagte, bei der ganzen Logistik unheimlich geholfen hat. Und letztendlich
auch die Schulen und das Freizeithaus sind für uns Unterstützer, denn ja, wir bringen etwas zu denen, wir bringen die Ideen zu denen und die Möglichkeiten, dass die Lehrer etwas damit machen oder die Jugendpfleger, aber wir kriegen natürlich auch was zurück, wir kriegen auch Ideen zurück, wir bekommen auch Anfragen von denen, die unser Projekt einfach weiterbringen, wo wir mitarbeiten können, um es noch besser zu machen und noch größer zu machen. Ein anderes wichtiges Projekt, was wir heute hier nicht vorgestellt haben, aber wo das Netzwerk eben auch ganz wichtig ist, ist, dass wir die Gemeinwohlökonomie hier nach Buxtehude bringen wollen. Und dazu haben wir den Kontakt zur Gemeinwohlökonomie e.V. in Hamburg geknüpft und haben dort überlegt, was könnten wir denn machen, damit wir hier tatsächlich ins Handeln kommen. Also Vorträge sind schön, hatten wir hier auch, aber handeln, machen, umsetzen. Und da haben wir netterweise sehr viel Unterstützung bekommen von der Idee, ein Einstiegsmodell für lokale Unternehmen zu entwickeln in puncto Gemeinwohlökonomie, bis hin zu dem Projekt, dass das jetzt ein Kurs in unserer Hochschule 21 hier geworden ist, der vor 4 Wochen gestartet hat, ist natürlich toll. Hätten wir alleine nie hingekriegt, haben wir, wie gesagt, Gemeinwohlökonomie, aber auch die Hochschule 21 hier mit ins Boot geholt. Die sind tatkräftig dabei und natürlich lokale Unternehmen, die sich getraut haben, überhaupt über Gemeinwohlökonomie nachzudenken und sich diesem Thema zu öffnen. Und da haben wir, wie Andreas das eben auch schon gesagt hatte, wir brauchen natürlich Schwergewichte, wir brauchen Leuchttürme, mit denen wir diese Projekte bestücken. Also nicht nur die kleinen Läden, die sowieso jeder kennt in puncto Nachhaltigkeit, sondern wir brauchen auch die Unternehmen, die jeder in Buxtehude kennt, wo 90% der Bevölkerung einkaufen gehen, damit wir das Thema einfach in die Breite der Bevölkerung, in die Mitte der Bevölkerung bringen. Und das ist uns gelungen, zusammen mit der Wirtschaftsförderung, die da flankierend auch noch mit dabei ist, denn wir wollen wirklich Brücken bauen, wir wollen die Menschen zusammenbringen, damit es eine starke Bewegung wird und nicht der eine gegen den anderen, gegen den dritten. Und das ist für uns das Netzwerken und ich hätte es jetzt eigentlich für jedes Projekt aufzählen können. Unsere Projekte leben nur durch das Netzwerken. Wir haben tolle Ideen, das hat Andreas am Anfang gezeigt. Wir sprudeln manchmal so doll über, dass wir den Filter schalten müssen und sagen müssen, stopp, was ist uns jetzt wirklich wichtig? Aber umsetzen können wir nur, ja, erstmal dadurch, dass wir selber aktiv sind, aber auch mit Hilfe der vielen Netzwerkpartner, die wir in unserer, ja, mittlerweile 2-jährigen Laufzeit hier gefunden haben. Ja, danke für diesen aufregenden Input. Es ist wirklich wahnsinnig, was ihr alles macht mit 40 Leuten. Davon sind 15 aktiv, also wundere mich schon, bin ganz erstaunt. Ich glaube einfach, es ist ein Schlüsselelement. Einmal dieses Thema der Vernetzung, aber auch das Thema der Haltung. Wir gehen auf niemanden zu, du müsstest doch, sondern wir gehen auf die Stadt zu, als ein Partner, der ihnen hilft, ihre Nachhaltigkeitsstrategie weiter auszubauen. Das ist eine völlig andere Rolle. Ja? Das heißt, wenn wir uns mal in die Situation von den Leuten in einer Stadtverwaltung versetzen, die kriegen immer mehr Aufgaben, aber nicht mehr Leute. Die sehnen sich nicht danach, neue Dinge auf den Schreibtisch zu kriegen als Forderung. Und deshalb, also das ist etwas, was wir immer wieder feststellen, wenn wir mit anderen Organisationen sprechen, wenn die sagen, ja, wir tun uns schwer, die Stadt zu gewinnen, dann ist eben die Frage, ja, wie versucht ihr das denn? Und letzten Endes, du liebe Güte, ja, wir wissen das auch, ich komme da mit zurück auf das Thema, alle, die Kinder haben, es bringt doch viel mehr Spaß, ja, mit irgendwelchen Leuten etwas gemeinsam zu tun, sodass alle Beteiligten daran Freude haben, als dort ermahnend den Finger zu heben. Gut, ja, super. Ja, also herzlichen Dank an euch, das ist wirklich
ja, ein Sturm des Enthusiasmus. Ich bin begeistert und ich glaube, über Zoom können wir das auch noch, über den Link können wir das auch noch vielen zugänglich machen. Vielen Dank für euer Engagement. Und nächste Woche haben wir einen Artikel auf Ethik heute zum Thema regenerative Kulturen. Das interessiert vielleicht auch einige, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. Das ist sozusagen, so habe ich es verstanden, der nächste Schritt, sozusagen Nachhaltigkeit noch umfassender zu denken. Das haben wir nächste Woche auf Ethik heute. Da könnt ihr mal gucken, da haben wir einen kleinen Bericht. Gut, dann, ja, dann bedanke ich mich fürs Engagement, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.